Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um. Also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Diese Formel macht nur Sinn, wenn n größer gleich 2 ist. Warum? Weil in diesem Summenzeichen der erste Wert vom Summenindex j kleiner gleich zum letzten Wert sein muss. Aber wenn wir hier n durch 1 ersetzen, dann ist der letzte Wert 1 minus 1, das heißt 0. 0 ist aber nicht größer gleich 1. Deshalb müssen wir bei n gleich 2 beginnen. Diese Formel kann man umschreiben in diese Form. Überprüfen wir. Wenn j 1 ist, dann ist der erste Term 1 geteilt durch 1 plus 1 Fakultät. Also so. Dann plus, es ist ja eine Summe. Jetzt wird j 2. Wir ersetzen j da und da durch 2 und erhalten so 2 geteilt durch 2 plus 1 Fakultät. Steht da. Und immer so weiter bis zum letzten Wert für j. Wenn j gleich n minus 1 ist, dann ist der Term n minus 1 geteilt durch n minus 1 plus 1 Fakultät. Also so. Und diese Summe ist anscheinend gleich zu 1 minus 1 auf n Fakultät. Man kann diese Formel noch etwas einfacher schreiben, indem man einfach diese Additionen vornimmt. Wir werden aber diese Form benutzen, um die Formel zu beweisen. Und wir beginnen mit n gleich 2. Wenn n 2 ist, dann geht diese Summe für j von 1 bis 2 minus 1, also von 1 bis 1. Das heißt, die Summe reduziert sich dann auf den ersten Term 1 auf 1 plus 1 Fakultät. Dieser Term. Das ist 1 minus 1 auf 2 Fakultät, weil n ja 2 ist, und diese Gleichheit stimmt dann und genau dann, wenn 1 geteilt durch die Fakultät von 2, Fakultät von 2, das ist 2, also wenn 1 geteilt durch 2 dasselbe ist wie 1 minus 1 geteilt durch 2. Das heißt, wenn ein halbes dasselbe ist wie ein halbes. Diese Gleichheit stimmt dann und genau dann, wenn ein halbes dasselbe ist wie ein halbes, was offensichtlich ist. Also ist die Formel für n gleich 2 okay. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel okay ist für n gleich k. Das heißt,
Wir schreiben diese Formel ab, indem wir n da, da und da durch k ersetzen. Ist gemacht. Und anhand dieser Induktionsannahme werden wir beweisen, dass die Formel auch stimmen muss für n gleich k plus 1. Der linke Teil von der Formel ist also dieser da, wo das n im letzten Term da und da ersetzt wird durch k plus 1. Und anscheinend ist diese Summe genau dasselbe wie diese Differenz, die wir erhalten, indem wir in dieser Differenz das n durch k plus 1 ersetzen. Wir brauchen also nur noch zu beweisen, dass diese Summe dasselbe ist wie diese Differenz. Und dazu betrachten wir diese Summe als die Summe von all diesen Termen und den letzten Term. Aber die Summe von all diesen Termen ist durch unsere Induktionshypothese gleich zu 1 minus 1 auf k-Fakultät. Also können wir diese Summe durch diese Differenz ersetzen, ist gemacht worden, und hintendran steht dann noch dieser Term, das ist k plus 1 minus 1, also k, geteilt durch die Fakultät von k plus 1 minus 1 plus 1, das heißt die Fakultät von k plus 1. Diese 1 lassen wir stehen, weil wir sie brauchen, und diese zwei Brüche machen wir gleichnamig, indem wir hier unten und oben mit k plus 1 multiplizieren. So können wir diese zwei Brüche schön addieren und erhalten jetzt diese Rechnung. Im Zähler vom Bruch steht k plus 1 minus k, also 1. Und somit haben wir effektiv bewiesen, dass diese Summe gleich zu 1 minus 1 auf Fakultät von k plus 1 ist, was den Beweis dieser Formel abschließt.